Lieber Hubertus, sehr geehrter Herr Jatzombek, sehr geehrte Damen und Herren, Ludwig Erhard, Lecture in den heiligen Hallen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Einladung der INSM. Da war man ganz ehrfürchtig, meine Damen und Herren, wenn man hier so eine Lecture halten soll. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Gelegenheit, hier heute zu Ihnen zu sprechen. Und vielleicht einfach mal kurz das Thema Digitalisierung, Wettbewerbsrecht. Wo stehen wir? Was können wir? Vielleicht auch, was können wir nicht, zu beleuchten und hier einiges zu sagen. Für Wettbewerbsrechtler sind das extrem spannende Zeiten im Moment. Die Digitalisierung erfindet die Wirtschaft neu, die Wirtschaft erfindet sich neu. Herr Pellinger hat es schon gesagt, es ist keine industrielle, das ist eine digitale Revolution. Aber sie hat eine Besonderheit gegenüber den industriellen Revolutionen, die wir schon gesehen haben. Bisher haben die Revolutionen, die industriellen, immer die körperliche Arbeit abgelöst. Wir haben es jetzt das erste Mal mit einer Revolution zu tun, die körperliche und geistige Arbeit möglicherweise ersetzt. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, die Auswirkungen, wo das alles hingeht, die sind noch gar nicht so richtig absehbar. Wenn die Wirtschaft sich neu erfindet, dann muss eine Wettbewerbsbehörde, die den Anspruch hat, der Wirtschaft zu folgen, sie auch permanent neu erfinden. Und deswegen ist es heute alles so aufregend. Und ich stelle es mir ein bisschen so vor, dass es bei vor 60 Jahren genauso gewesen ist. Denn vor 60 Jahren ist das Bundeskartellamt gegründet worden. Zum 1. Januar 1958 haben wir hier in Berlin die Arbeit aufgenommen mit 53 Mitarbeitern. Heute hat das Bundeskartellamt 350 Mitarbeiter, ist eine der größten Wettbewerbsbehörden in ganz Europa, hat den Wandel der Wirtschaft über die letzten 60 Jahre mitgemacht, immer über einen klaren ordnungspolitischen Kompass, angelehnt an Ludwig Erhard, die Freiburger Schule und die daraus erwachsene Ordnungspolitik. Und ich will mit Ihnen heute so ein bisschen der Frage nachgehen, ob dieser ordnungspolitische Kompass, den wir haben, ob der noch taugt für die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, ob der noch taugt für den Umgang mit weltumspannenden Monopolen, weltumspannenden Oligopolen oder ob wir neue Denkmuster, neue Ansätze und Instrumente brauchen. Bevor wir das machen, vielleicht ganz kurz ein Blick zurück. Ein Blick zurück hilft ja manchmal, wenn man Orientierungspunkte findet, die auch in die Zukunft zu übertragen. Ganz wesentlich für das Bundeskartellamt im Jahr 1958 war ja damals eigentlich gar nicht so sehr die Führung von Verfahren, jedenfalls ganz am Anfang. Was für uns ganz im Vordergrund stand damals, war der Aufbau einer Wettbewerbskultur, denn Wettbewerbsrecht können Sie immer nur erfolgreich durchsetzen, wenn Sie als Wettbewerbsbehörde eine gewisse Akzeptanz haben. Deswegen sagen wir auch heute jungen Wettbewerbsbehörden, die gegründet werden, mach mal gar nicht so viel Fälle am Anfang, versuch mal werben für Wettbewerb. Competition Advocacy, neudeutsch genannt, das war erstmal eine ganz gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nämlich dieser Ordnungsrahmen, der da geschaffen worden ist von Ludwig Erhard, der war ja ganz neu. Der war ganz neu in einem Land, in dem es im Jahr 1930 rund 2000 Kartelle gab, ein Land, in dem das Reichsgericht die Kartellbildung als Ausfluss der Gewerbefreiheit bezeichnet hatte und in dem die Nazis 1933 ein Kartellregime eingeführt und befürwortet haben, schlicht und ergreifend, weil sich über solche Kartelle die Wirtschaft eben etwas leichter lenken ließ. Und dann kam Erhard mit Wohlstand für alle, mit Wettbewerb als Kernelement, Wettbewerb als Selbstregulierung der Wirtschaft für niedrige Preise, gute Qualität, Innovation, ohne Staat, ohne Regulierung, mit einer Wettbewerbsbehörde mit 53 Mitarbeitern. Herr Jatzombek, ich weiß nicht, ob Sie sich das heute noch trauen würden, in dieser Art und Weise in Wettbewerb zu vertrauen, die Regulierung zur Seite zu legen und zu sagen, wird schon werden und das Bundeskartellamt wird das schon regeln. Man sieht daran, was das für eine unglaublich mutige Tat war von Ludwig Erhard. Und ich glaube, dass seine Gedanken heute genauso aktuell sind wie im Jahr 1958. Und eine zweite Gedankensäule von Erhard ist, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen aktueller. Und das war der Gedanke,
dass Wettbewerb ja nicht nur von selbst wirtschaftliche Macht begrenzt, sondern auch politische Macht. Dass er verhindert, dass Unternehmen zu groß werden und politisch Einfluss nehmen können. Verhindert, dass Unternehmen so mächtig werden, dass am Ende die Politik selbst von ihnen abhängt. Wenn Sie an die quasi monopolistischen Unternehmen heute denken, über die ich gleich sprechen werde, dann wissen Sie, was ich mit Aktualität meine. Oder wenn Sie an Banken denken, die nicht nur ganze Staaten finanzieren, sondern die inzwischen zum Teil vielleicht auch too big to fail geworden sind, sodass der Staat sie stützen muss, wenn er verhindern will, dass es ein Chaos gibt. Das alles ist das Gegenteil von Leistungswettbewerb und sicherlich nicht im Sinne Erhards. Das heißt, Fehlentwicklungen können Sie auch an der Ordnungspolitik heute noch ganz wunderbar messen. Diese wirtschaftlichen Prinzipien hat heute die hinterste Provinz von China übernommen. Auch dort herrscht mehr oder weniger eine gewisse Marktwirtschaft. Und trotzdem werden immer wieder Zweifel laut, werden immer wieder Fragen gestellt. Reicht das alles in dieser digitalen Wirtschaft? Brauchen wir nicht neue Ansätze? Und ich glaube, dass diese Zweifel so laut geworden sind, das ist auch eine Folge der Tatsache, dass wir es mit einer neuen Wettbewerbsphilosophie zu tun hatten, über die letzten Dekaden, kann man sagen, nämlich mit der sogenannten Chicago School in den USA. Diese Chicago School hat die Wettbewerbsaufsicht über marktmächtige Unternehmen, zumindest in den USA, über eine gewisse Zeit stark in den Hintergrund gedrängt. Sie verfolgt die These des Vorrangs von einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik vor Wettbewerbsschutz. Das Leitbild ist, groß und dominant kann gut sein, wenn das kurzfristige Effizienzen und Preisvorteile für die Unternehmen und die Verbraucher bringt. Ich glaube, das kann richtig sein, sehr kurzfristig. Ich glaube aber auch, dass es völlig den Blick dafür verstellt, dass eine solche Herangehensweise mittelfristig Strukturen verkrusten lässt und mittelfristig zu einer schnellen Konzentration der Märkte führt. Und genau das wird heute in den USA auch lebhaft diskutiert. Nach Studien hat es zwischen 1997 und 2012 immense Konzentrationsschübe in den USA gegeben. Im Wall Street Journal war gerade zu lesen, From health insurances to internet search, fewer firms control more of their markets. Von der digitalen Wirtschaft über die Transport- und Logistikmärkte bis hin zu den traditionellen Handelsmärkten. Oft kontrollieren in den USA die vier größten Unternehmen knapp 50% ihrer Märkte, verbunden mit starken Gewinnmargen. Zweifel gibt es auch aus einem anderen Punkt heraus. Und auch hier können wir auf Erhard gucken. Die von Erhard angestrebte Balance zwischen wirtschaftlicher Effizienz und Unternehmensgewinnen auf der einen Seite und sozialem Ausgleich auf der anderen Seite ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn wir so einen kleinen Blick in die Zukunft tun und fürchten müssen, dass insbesondere durch das Thema künstliche Intelligenz vielleicht viele Arbeitsplätze wegfallen könnten. Nochmal, diese digitale Revolution bedroht auch geistige Arbeitsplätze, bedroht auch die Mittelschicht. Und deswegen ist schon die Frage berechtigt, ob dieser alte Erhardsche Ansatz des Ausgleichs nicht am Ende dazu führt, dass wir irgendwo eine digitale Elite haben, die Milliardäre oder zumindest Millionäre werden und ein Heer von Menschen, die von dieser Entwicklung nicht partizipieren, auch dies sicherlich nicht im Sinne Erhards. Also deswegen ist die Frage, ob all diese alten Konzepte noch funktionieren, sicherlich allzu berechtigt. Wir haben uns in unserer Behörde dieser Frage schon sehr früh gestellt. Wir waren auch ein bisschen spät dran, wie alle Wettbewerbsbehörden. Ich glaube, wir waren immer ein Vorreiter. Wir haben uns mit vielen digitalen Fragen beschäftigt, als weder die Europäische Kommission noch die Wettbewerbsbehörden in den USA noch die in anderen europäischen Staaten das getan haben. Aber auch wir waren eben spät dran. Aber die digitale Wirtschaft war am Anfang auch nicht so einfach zu knacken. Es gab zwei Hauptschwierigkeiten aus meiner Sicht. Die erste war, die digitale Wirtschaft tickt ganz anders als die Offline-Welt.
Wir haben es mit anderen Geschäftsmodellen zu tun, wir hatten es mit neuen Playern zu tun, wir haben ganz andere Wettbewerbsparameter in der digitalen Welt. Wir kämpfen mit Plattformen, digitalen Märkten, Netzwerken, mehrseitigen Märkten, sozialen Medien. Diese Geschäftsmodelle sind mitunter auch gar nicht so einfach zu durchdringen, selbst wenn man einige Erfahrungen darin hat. Und was hinter den algorithmischen Kulissen geschieht, ist mitunter noch schwerer zu durchdringen. Wettbewerbsparameter wie Marktanteile passen jedenfalls nicht. Das haben wir ziemlich schnell festgestellt. Das heißt, wir als Behörde, wir waren erstmal aufgerufen, neue Parameter für den Wettbewerb im Netz zu entwickeln. Heute gehen uns die Worte Netzwerkeffekte, Datenzugang, Multi-Homing, Single-Homing, die gehen uns heute so flüssig von den Lippen wie vor 5 Jahren Marktanteile, aber das alles musste eben erstmal erarbeitet werden. Und dann kam die zweite Frage, wann greift man eigentlich ein? Und da scheiden sich bis heute die Geister, weil die Internetökonomie ist durch große Unternehmen geprägt, etwa Google, Apple, Facebook, Amazon, GAFA genannt, die großen 4. Da ist ein Eingreifen naheliegend. Wir müssen verhindern, dass Schlüsselspieler der Internetökonomie die Infrastrukturen besetzen. Andererseits haben wir im Internet nach wie vor eine enorme Dynamik, neue erfolgreiche Player. Die Plattformen sind hocheffizient und diese Effizienzen wollen wir auch nicht verschütten als Wettbewerbsbehörde. Und die Verbraucher, die lieben genau die Plattformen, die wir bekämpfen sollen. Das ist auch kein ganz einfaches Spannungsfeld, denn die Verbraucher mögen die Gratiskultur im Internet. Und deswegen ist das gar nicht so einfach zu entscheiden, wann gehe ich eigentlich wo rein. In den USA hat man eine einfache Entscheidung getroffen, ich gehe gar nicht rein. Bei uns ist es schwieriger, wir wollen reingehen, wenn Marktprozesse gestört sind. Wir wollen uns fokussieren auf echte und gesamtwirtschaftlich bedeutende Themenkomplexe. Aber einfach ist es immer noch nicht, hier die richtige Balance zu finden. Wir haben versucht, für all das Prüfkonzepte zu entwickeln, immer entlang dieses ordnungspolitischen Erhardtschen Kompasses. Und ich gebe Ihnen 1, 2 Beispiele, wo das aus meiner Sicht auch gelungen ist. Das klarste Beispiel sind für mich die berühmten Bestpreisklauseln im Internet. Sie kennen das alles. Von den Hotelplattformen, vom Amazon Marketplace, all diesen Bestpreisklauseln ist eines gemein. Die Plattform, über die ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft wird, gibt dem Händler vor, du darfst dieses Produkt, diese Dienstleistung nirgendwo anders preiswerter verkaufen und zur Verfügung stellen als über meine Plattform. Hier sieht man auf den ersten Blick, das beeinträchtigt die Freiheit des Unternehmertums. Eine neue Plattform hat es schwer, auf den Markt zu kommen, wenn sie sich nicht über Preisdifferenzierung gegenüber den Platzhirschen profilieren kann. Und für den Verbraucher hat das Ganze auch keinen Vorteil. Das sieht nur auf den ersten Blick gut aus. Dem Verbraucher wird suggeriert, hier ist deine Plattform, brauchst gar nicht weiter gucken, billiger findest du nirgendwo. Das wirkt sehr günstig. In Wahrheit ist es ja nichts anderes, als dass hier ein Mindestpreis festgesetzt wird und es wird quasi verboten, sich unter diesen Mindestpreis zu setzen. Aus unserer Sicht total wettbewerbswidrig, aus unserer Sicht eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit der Unternehmen, der Freedom to Compete und gleichzeitig auch eine Beeinträchtigung der Verbraucher. Zweitens mussten wir lernen, mit dem Thema Big Data umzugehen. Denn die Geschäftsmodelle im Internet, die sind alle datengetrieben. Daten sind die Währung in der Digitalökonomie und alle profitieren. An erster Stelle natürlich die Unternehmen. Aber auch die Verbraucher profitieren natürlich mit Suchmaschinen, sozialen Medien, Preisvergleichsmaschinen, Hotelportalen, Messenger-Dienste, Lesen der Zeitung im Netz, das Buchen des Hotels, Kommunikation, der E-Mail-Account. Alles ohne Geld zu bezahlen. Aber man muss sich natürlich davon lösen, dass das alles umsonst ist. Einer zahlt oder beide. Wer meistens zahlt, ist die Anbieterseite und zwar nicht zu knapp. Wenn Sie sich die Gebühren der Hotel- oder Immobilienportale anschauen, dann stellen Sie schnell fest,
dass der Anbieter, zum Beispiel der Hotelbetreiber, für die Margen der Hotelplattform ganz schön lange stricken muss und das Zimmermädchen darf viele Betten machen dafür. Und wenn Sie sich angucken, wie hier die Gewichte verteilt sind, dann sehen Sie relativ schnell, die Macht ist jedenfalls nicht beim Hotelbetreiber, erst recht nicht beim Zimmermädchen. Der Verbraucher zahlt auch. Er gibt seine Daten hin und all diese Daten helfen auch noch, diese Dienste besser zu machen. Das ist die positive Seite von Big Data. Die Kehrseite ist doppelt schwierig. Daten können Marktmacht stärken. Unternehmen, die die Daten haben und sie optimal für sich nutzen, haben einen Wissensvorsprung im Markt. Dieser Wissensvorsprung kann uneinholbar werden. Andere Unternehmen können möglicherweise ohne diese Daten gar nicht mehr auf den Markt kommen. Ordnungspolitisch absolut unerwünscht. Und der Datenschutz steckt im Netz auch noch in den Kinderschuhen. Die meisten Verbraucher haben keine Ahnung, welche Daten sie hergeben, schon gar nicht, was mit diesen Daten passiert. Das kann den Verbraucher schädigen, wenn sie um Daten ausgebeutet werden. Und das ist der Grund, und da bin ich bei meinem zweiten Beispiel, warum wir das Verfahren gegen Facebook eingeführt oder eingeleitet haben. Wir haben den Verdacht, dass Facebook erstens marktbeherrschend ist und zweitens unangemessene und missbräuchliche Nutzungsbedingungen von seinen Nutzern einfordert. Zunächst mal, Facebook hat aus unserer Sicht keine nennenswerten Wettbewerber. Der einzige nennenswerte Wettbewerber, den wir identifizieren konnten, ist Google+. Alle anderen Plattformen wie YouTube, Xing, berufliche Netzwerke halten wir nicht für eine Alternative gegenüber Facebook, in dem Sinne, wie Facebook arbeitet. Facebook hat in Deutschland 23 Millionen tägliche Nutzer. Täglich. 30 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das ist die Hälfte der deutschen Online-Bevölkerung. Wohlgemerkt, das sind nicht die, die ein Konto haben. Das sind die, die es täglich oder monatlich nutzen. Wir haben jede Menge direkte Netzwerkeffekte. Das heißt, wer auf Facebook ist, bleibt auch auf Facebook, weil er will ja seine Freunde treffen. Sie gehen abends auch nicht in die Kneipe, wo keiner ist, den Sie kennen. Ist total langweilig. Sie gehen dahin, wo Sie sicher sind, jemanden zu kennen. Deswegen sind Sie auf Facebook. Neue Nutzer ziehen neue Nutzer an, direkte Netzwerkeffekte. Damit haben Sie fast unüberwindbare Eintrittsbarrieren für neue Unternehmen. Wer soll das knacken? Die Nutzung von Facebook ist darüber hinaus davon abhängig, dass Facebook unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten sammeln und mit dem Konto des Nutzers zusammenführen kann. Facebook sammelt Daten, wenn Sie auf der Facebook-Seite sind. Das überrascht nicht wirklich. Facebook sammelt auch, wenn Sie konzerneigene Dienste wie WhatsApp oder Instagram in Anspruch nehmen. Auch das ist nicht wirklich verwunderlich. Aber Facebook sammelt auch, wenn Sie auf ganz anderen Seiten sind. Immer dann, wenn Sie auf einer anderen Website sind und Sie sehen unten so ein kleines Logo, einen Like-Button, einen Share-Button, dann sammelt Facebook in diesem Moment Ihre Daten und führt sie auf das Facebook-Nutzerkonto. Und zwar ohne, dass Sie den Button berühren, geschweige denn ohne, dass Sie ihn nutzen. Und darüber hinaus gibt es auch noch Drittdienste, die Websites analysieren und Facebook-Daten zuführen. Auch dann, wenn Sie gar nicht in diesem Moment bei Facebook angemeldet sind. Und selbst wenn Sie gar kein Facebook-Konto nutzen und haben, sammelt Facebook Daten von Ihnen über den Like-Button, über Drittpartner, über die besuchte Website, das Datum und die Uhrzeit und andere browserbezogene Daten. Das ist schon sehr umfangreich und ich wüsste gerne, welcher Nutzer sich dessen bewusst ist und wer das überhaupt weiß. Und wenn Daten die Währung im Internet sind, dann zahlt der Nutzer möglicherweise einen überhöhten Preis für die Nutzung des Internets in diesem Moment. Das ist der Kern unseres Facebook-Verfahrens. Ich glaube, wir sind damit mit dem Wettbewerbsrecht im Maschinenraum der datenbasierten Internetökonomie angekommen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Verfahren auch von dieser überragenden Wichtigkeit ist, ähnlich wie die Google-Verfahren, die die Europäische Kommission führt. Wir denken auch darüber nach, wie wir uns in Zukunft dem Thema Internet im Bereich E-Commerce
zuwenden. Wir denken darüber nach, hier nochmal so eine Art Think Tank aufzusetzen, der sich ganz konkret mit Fragen auseinandersetzt, die sich bei diesen Plattformen stellen, die im E-Commerce tätig sind. Plattformen, die selbst Produkte anbieten, über die aber auch andere Produkte gehandelt werden. Amazon ist da eine von mehreren Plattformen, die es gibt. Ich glaube, auch hier muss man sich nochmal ganz fundamental mit etwas intellektuellem Hintergrund und mit Fällen nähern, um hier die Probleme zu sehen. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch in der digitalen Welt ist Wettbewerb notwendig. Es gab ja Stimmen in der digitalen Welt, immer wieder prononciert von Peter Thiel in seinem berühmten Essay in der New York Times, Competition is for Losers, wo er gesagt hat, in dieser schönen neuen Welt können sich die Unternehmen endlich ohne Druck den Bedürfnissen ihrer Kunden widmen. Wettbewerb ist nicht mehr nötig, don't be evil, das neue Schlagwort. Ich finde immer, dass die Praxis belegt das Gegenteil. Manch einer hat das Beispiel von mir schon gehört, aber ich finde es einfach zu schön und ich erwähne es immer wieder. Es gab eine Zeit, in der hatte Microsoft mit dem Produkt Internet Explorer keinen Wettbewerb. Man hatte Netscape aus dem Feld geworfen. Der Internet Explorer hatte einen Marktanteil von 95%. Das ging so über einige Jahre. In dieser Zeit hat Microsoft über 5 Jahre hinweg den Internet Explorer, eins der innovativsten Produkte, nicht ein einziges Mal abgedatet. Nicht ein einziges Mal in 5 Jahren, in einer der innovativsten Branchen, die wir überhaupt haben. Also wenn irgendwas belegt, dass wir Wettbewerb brauchen, dann das. Letzter Punkt. Wir müssen schneller werden. Das ist uns bewusst. Wir haben es mit schnell bewegenden Märkten zu tun. Wir müssen uns schneller anpassen, die Verfahren müssen schneller werden. Aber wir haben hier natürlich eine natürliche Spannung zwischen der Notwendigkeit, die Verfahren schnell zu führen, und Rechtsstaatlichkeit auf der anderen Seite. Der Gesetzgeber hat uns hier sehr geholfen. Auf den Gesetzgeber wird ja immer furchtbar geschimpft, er sei so furchtbar langsam. In diesem Fall kann ich das nicht bestätigen. Herr Pellinger hat die 9. GWB-Novelle schon erwähnt. Dort hat die Praxis, die wir entwickelt haben in den letzten Jahren, nahtlos Einfluss gefunden. Was ich eben erwähnt habe, die neuen Wettbewerbsparameter wie Netzwerkeffekte, Zugang zu Daten, Multi-Homing, Single-Homing, finden sich alle heute im GWB wieder. Das GWB ist damit das erste Wettbewerbsgesetz auf der ganzen Welt, soweit ich weiß, das diesen Umständen Rechnung getragen hat. Also hier muss man den Gesetzgeber wirklich loben. Und das sage ich nicht nur, weil Herr Jatzombek hier in der ersten Reihe sitzt. Es sind auch andere gute Dinge dort drin geregelt worden. Wir können erleichtert Fusionskontrollfälle aufnehmen. Schlicht und ergreifend schon dann, wenn die Transaktionssumme besonders hoch ist. Der Paradebeispiel ist hier immer die Übernahme von WhatsApp durch Facebook. Zum Zeitpunkt der Übernahme hatte WhatsApp einen Umsatz von 19 Millionen Dollar, 55 Mitarbeiter und Facebook hat für dieses Unternehmen 19 Milliarden Dollar Kaufpreis entrichtet. Ein Fall, der fast nicht geprüft worden wäre, deswegen jetzt die neue Umsatzschwelle. Wie können wir in der Zukunft noch schneller werden? Viele denken an Regulierung dieser Plattformen. So schnell der Gesetzgeber sein kann, Regulierung ist immer statisch, sie braucht auch lange. Und wenn wir sie dann haben, ist sie mal da. Und das bei schnell drehenden Geschäftsmodellen, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir denken darüber nach, ob wir besser mit einstweiligen Maßnahmen arbeiten können. Das mag eine gewisse Abhilfe bringen, aber ich glaube auch nur in Teilbereichen. Ich kann ja nicht hingehen und mit einer einstweiligen Maßnahme das Geschäftsmodell von Apple, Google oder Facebook drehen. Da stehen Haftungsrisiken für eine Wettbewerbsbehörde im Raum, die nicht wirklich beherrschbar sind. Ich glaube letzten Endes, und auch dafür gibt es ein Beispiel in der Praxis, am Ende hilft nur, in diese Fälle
Ressourcen zu investieren und diese Fälle so schnell wie möglich abzuarbeiten. Beim Thema Geschwindigkeit wird mir immer der Google-Fall bei der Europäischen Kommission vorgehalten, der 7 Jahre gedauert hat. Ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist. Das ist nicht die Benchmark. Das waren Sonderfaktoren auch unter Kommissar Almunia, die dazu geführt haben. Das Gegenbeispiel ist für mich Facebook. Ein Fall, der zum jetzigen Zeitpunkt 1,5 Jahre läuft und den wir so versucht haben zu führen, dass wir wirklich die Ressourcen, die wir wo immer auch nur entbehrlich, die wir entbehren können, dass wir die auf diesen Fall draufgesetzt haben. Und da bin ich mir eigentlich einig mit meinen Kollegen im European Competition Network, also mit den Schwesterbehörden, dass das eigentlich der einzige Weg ist, wie wir dessen Herr werden. Ich will hier nicht öffentlich nach mehr Personal rufen, das ist sicherlich nicht so, aber wenn wir hier schnell etwas ausrichten können, dann ist es nur möglich mit hochqualifizierten Mitarbeitern, die diese Welt verstehen. Und es ist auch in einer gewissen Weise eine Frage von Masse, von Ressourcen, die Sie auf diese Fälle setzen können. Ich denke, das ist auch eine Zukunftsfrage. Allerletzter Punkt. Manche Fragen lassen sich vielleicht auch besser lösen, wenn es uns ein bisschen einfacher gemacht wird. Und da bin ich beim Thema Verbraucherschutz. So ein Fall wie Facebook, den können Sie vielleicht auch über verbraucherschutzrechtliche Vorschriften lösen. Wir sind eine Wettbewerbsbehörde. Wir müssen Daten vorlegen. Und wenn ich Ihnen so vorgetragen habe, Google ist marktbeherrschend, da werden Sie alle schmunzeln und sagen, wofür prüfen die das eigentlich? Aber wir müssen es prüfen. Wir müssen damit zu Gericht. Facebook sagt, wir sind nicht marktbeherrschend, wir sind nur populär. Populär sind Sie sicher, aber Sie sind aus meiner Sicht eben auch marktbeherrschend. Und dafür müssen Sie Nutzerumfragen machen. Sie müssen am Ende belegen können, dass da so und so viele Millionen Daily User sind. Ich zitiere da gerne meinen US-amerikanischen Kollegen, der lange Zeit dieses Schild über seinem Schreibtisch hatte. In God we trust, all others provide data. Das ist auch unsere Devise, muss unsere Devise sein, aber das dauert natürlich. Auch Marktbeherrschung bei Facebook nachzuweisen, dauert. Mit Verbraucherschutz geht vielleicht manches ein bisschen schneller. Wir versuchen gerade, das nachzuweisen mit 2 Sektoruntersuchungen, die wir im Bereich Verbraucherschutz machen. Einmal zum Thema Vergleichsportale, wo wir uns die Fragen angucken, wie kommt es dort zum Ranking, welche Marktabdeckung haben diese Vergleichsportale. Der Verbraucher, er denkt ja immer, er kriegt alle Angebote gezeigt, die es gibt. Wir gucken mal, ob das stimmt. Und wir gucken uns auch das Thema Smart TV an. Wir können hier in einer gewissen Art und Weise schneller handeln, weil wir brauchen hier die Marktbeherrschung nicht. Wir gucken einfach, wie viele Verbraucher sind betroffen und kann das ein Fall für uns sein. Das ist sicherlich in manchen Fällen, sicher auch nicht in allen, eine Möglichkeit, Verfahren zu beschleunigen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir stehen am Anfang einer Entwicklung. Viele sprechen jetzt von Techlash, dass man auch im Silicon Valley nachdenklich wird, was die Zukunft eigentlich bringt. Ich glaube, wir sind am Anfang einer Entwicklung, wo die Wettbewerbsbehörden in Europa anfangen, diesen Märkten Leitplanken einzuziehen. Wir haben viele Verfahren, die Verfahren erreichen jetzt auch die Gerichte. Es sind auch große Verfahren. Ich kann Ihnen versprechen, es wird mehr Verfahren und Untersuchungen geben, auch von uns, von Bonn aus, und ich glaube auch, dass das möglich ist, und zwar auch, und das ist mein allerletzter Punkt, um zu verhindern, dass hier in gewisser Weise eine politische Macht entsteht. Nehmen Sie ein Unternehmen wie Amazon, das im Jahr 1996 sein erstes Buch verkauft hat. Heute hat Amazon einen Umsatz weltweit von 136 Milliarden Dollar und hat weltweit 540.000 Mitarbeiter. Und so ein Unternehmen soll keinerlei politischen Einfluss haben. Da brauchten Sie nur die Inauguration von Donald Trump sehen, wie dort die Unternehmensfürsten um den Tisch gesessen haben. Da erkennen Sie unschwer, dass hier auch eine sehr starke Verbindung in die Politik besteht. Und letzter Punkt.
Google ist sehr aktiv, auch in der Politik, berät in Kalifornien die Regierung, hat ein Ausbildungskurriculum für Teile der Staatsbediensteten aufgesetzt. Also ich glaube, wir sind auch aus diesem Grund sehr, sehr gut beraten, hier aktiv zu werden. Aus meiner Sicht brauchen wir hier definitiv mehr Intervention in der Zukunft und nicht weniger. Ganz herzlichen Dank.